Mechernich. Gucken Sie mal hier, was sich aus diesem kleinen Bergbaustädtchen entwickelt hat. Ein florierendes Mittelzentrum hier am Nordrand der Eifel. Ein herrliches Fleckchen Erde zum Leben. Ja, und um Sie willkommen zu heißen, hat die Stadt Mechernich uns für respektativ genug gefunden. Wir respektieren quasi jetzt hier die Einwohnerschaft von der Stadt Mechernich. Genau, so sind wir nämlich. Weil wir nämlich der Manfred, der Günther und der Ralf, weil die nämlich ihre Wurzeln hier in und um Mechernich haben. Genau. Und so ist der Eifler. Ja. Muss ich schon mal da sein. Eins, zwei, drei. Schön, dass ihr hier seid. Und ihr seid da. Machen wir nochmal. Eins, zwei, drei. Schön, dass ihr da seid. Da geht doch. Hä? Nachdem sie von drei Altbürgern der bei uns sehr bekannten Eifelgang auf eigene Weise begrüßt worden sind, darf auch ich sie willkommen heißen. Mein Name ist Hans-Peter Schick und ich bin seit nunmehr 22 Jahren Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt mit ihren beinahe 28.000 Einwohnern. Und ich bin Thomas Hambach, erster Beigeordneter der Stadt Mechernich und ich freue mich, dass Sie zu uns nach Mechernich gezogen sind. Wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen, hier Wurzeln zu schlagen. Mein Name ist Ralf Klaassen. Ich bin Dezernent und Kämmerer der Stadt Mechernich sowie Vorsitzender der Mechernich-Stiftung, einer gemeinnützigen Bürgerstiftung, die unschuldig in Not geratenen Mitbürgern schnell und unbürokratisch unter die Arme greift. Wir nehmen Sie mit zu einigen wichtigen Punkten im Rathaus und im Stadtgebiet, an denen Sie sich auskennen sollten und wo man Ihnen bei den ersten Schritten in die neue Heimat behilflich sein wird. Sie finden auch alles auf unserer Homepage www.mechernich.de. Das Bürgerbüro mit Bürgerservice und Einwohnermeldeamt ist Ihre erste Anlaufstation im Rathaus. Erdgeschoss, Haupteingang, Besuchertheke gleich rechts. Hier wird Ihnen geholfen. Mechernich ist eine Medizin- und Ärztestadt mit zahlreichen Facharztpraxen, Apotheken und dem Kreiskrankenhaus Mechernich, einer modernen Klinik mit fast allen Disziplinen und Hubschrauberlandeplatz. Die Polizeistation befindet sich direkt neben dem Rathaus, Feuerwehr und Rotes Kreuz am Lyonskreisel, die Rettungswache Mechernich unmittelbar am Kreiskrankenhaus. Unsere Kommune liegt verkehrsgünstig in der Mitte des Kreises Euskirchen an der R1 mit den Anschlussstellen Bad Münstereifel-Mechernich, Wiskirchen und Weiher und verfügt über zwei Bahnhöfe, Mechernich und Satzfey, an der Eisenbahnstrecke Köln-Trier. Die Stadt Mechernich hat fast alle Schulformen zu bieten. Das Gymnasium am Domhof, eine Gesamtschule, vier Grundschulen und eine Waldorfschule sowie zahlreiche Kindergärten und Familienzentren. Es gibt zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie in der City und an der Peripherie der Hauptorte Mechernich und Kommern. Das Stadtgebiet ist reich an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Die prähistorische Karkushöhle bei Mechernich-Dreimühlen, das Freilichtmuseum Kommern, die Burg Satzfey, der Hochwildpark Rheinland in Kommern Süd und die Kultur- und Freizeitfabrik Zikkurat in Firmenich sind nur einige von unseren zahlreichen Möglichkeiten, die Freizeit in unserem schönen Stadtgebiet zu gestalten. Außerdem gibt es viele Fußball- und Tennisplätze, Sporthallen, Fitnessstudios und einen 18-Loch-Golfplatz an der Burg Zievel. Der Bürgerbrief, eine eigene Stadtzeitung, erscheint alle 14 Tage und wird kostenlos an alle 11.500 Haushalte verteilt. Darin erfahren Sie alles Neue und Wissenswerte, ebenso im Schleidener Wochenspiegel, der jeden Mittwoch kostenlos verteilt wird. Dort leben, wo andere Urlaub machen. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Herzlich willkommen auch im Namen Ihrer neuen Mitbürger. Die Menschen in Eifel und Rheinland sind bekannt für ihre Freundlichkeit und ihren Humor. Ich wünsche Ihnen, dass Sie schon bald ganz dazugehören und bei uns und unter uns ein neues Zuhause und eine neue Heimat finden.